Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video. Ja, und zu einem neuen Teil von den seltsamsten, verrücktesten und teilweise echt schlimmsten Filtern da draußen, die auf TikTok, Instagram und so weiter existieren und vielleicht lieber doch verboten und nicht existieren sollten. Also zum größten Teil, weil einige sind echt schlimm, Leute. Also da denkt man sich so, wie kommt man darauf und wer benutzt sie bitte? Ist es nur ein Joke oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin da, um sie auszuprobieren. Wenn es kein anderer tut, dann bin ich wenigstens die Einzige, die diese verrückten Filter ausprobieren wird. Und ich werde mich völlig wieder zum Affen machen. Also werdet ihr auf jeden Fall wieder was zum Lachen haben. Lasst unbedingt Daumen nach oben, wenn ihr diese Filter auch total verrückt findet. Und ihr gerne wieder ein Fluffy-Video möchtet, weil ganz viele in letzter Zeit gefragt haben, wollt ihr wieder ein Fluffy-Video? Weil ich hätte da so eine Idee, wo ich euch mitnehmen könnte. Also lasst gerne Daumen nach oben, bei 15.000 Daumen nach oben mache ich das. Und ja, ich würde sagen, let's go. Das Grauen kann beginnen. Okay, Leute, kommen wir jetzt mal zu den neuesten TikTok-Filtern da draußen. Ich habe so ein bisschen rumgeschaut und Folgendes gefunden, wo ich mich einfach nur so frage, wer kommt da erstmal darauf und wann brauchst du diesen Filter, vor allem auf TikTok? Meine Augen sind auf meinen Lippen. Ist das noch normal? Ich glaube nicht. Ich glaube echt nicht. Ich weiß nicht, was ich gruseliger finde. So, mein Gesicht, wenn ich runtergucke. Hi. Ich bin überhaupt nicht creepy, ich bin dein schlimmster Albtraum. Oder wenn ich meinen Mund ganz oben habe und meine Augen einfach mal mitten in meinem Mund sind. Oh, jetzt bin ich falsch rum. Oh, interessant. So fühle ich mich, wenn ich so eine Tuchmaske aufhabe. Wirklich, jetzt so sehe ich aus. Hilfe! Also langsam habe ich echt meine Zweifel an die Menschheit. Weil, was ist das? Guck die Augen an, Alter. Ich sehe aus wie ein Chamäleon. Alter, geht's noch hässlicher? Kann ich mir jetzt meine Augen bewegen? Nein! Noch nicht mal das! Was kannst du filtern? Ehrlich jetzt, ich bekomme langsam wirklich Albträume von diesen Filtern. Dämon, weich aus mir! Ich sehe so aus, wäre ich irgendwie besessen von irgendwas. Poste mal jetzt ein creepy Emoji, ja, wenn ihr das nicht sau unheimlich findet. Was ist das? Stell dich mal vor, ich werde wiedergeboren und sehe so aus. Alter, diese Augen. Ich sehe einfach nur verstört aus. Überhaupt nicht begeistert. Aggressiv. Freundlich. Alter, ich habe Angst vor mir. Und genervt. Sah es überzeugend aus? Alter, warum sehe ich es aus? Könnte ich irgendwie im Schulsekretariat arbeiten? Ich weiß auch nicht. So stelle ich mir irgendwie so eine Annette vor oder so eine Birgit. Also ihr könnt mir nicht sagen, dass mir schwarze Haare stehen, Leute. Nein. Einfach nur nein. Seht ihr das? Und Pony? Alter, vor allem mein Pony steht so richtig ab. Hat einfach mal fliegen gelernt. Wow. Einfach nur wow. Ich habe keine Worte mehr für diesen Filter. Okay, Leute. Ich habe den überflüssigsten Filter ever gefunden. Wenn euch das schon stört, ja, in real life Essen zwischen den Zähnen zu haben, ja, was schon sau unangenehm ist, Leute. Es gibt auch noch den perfekten Filter dafür. Und zwar der hier. Ja, du hast einfach mal irgendwie Spinat auf den Zähnen oder, Digga, ist das Slime? Ich hab keine Ahnung, aber es sieht so hässlich aus. Wann brauchst du so einen Filter? Alter, wen willst du damit vergraulen? Ich schwöre dir, wenn du den Filter benutzt in irgendeinem TikTok, jemand wird sagen, du weißt schon, du hast was auf den Zähnen. Was willst du für solche Kommentare unter deinem Video haben? Gar nicht. Du willst sowas nie in deinem Leben die ganze Zeit unter deinem Video stehen haben. Freiwillig. Ey Leute, der Filter ist so bescheuert, aber ich feier ihn. Wie cool kann bitte ein Filter sein? Was bin ich, ein Lauch? Mir ist irgendwie aufgefallen, dass es sehr viele Filter gibt, wo du aussehen kannst wie ein Mann. Und warum färbt es meine gesamten Haare orange? Warum sehe ich aus wie ein Schlagerstar? Yeah! Alter, aber ich liebe die Haare. Man kann es im Ernst, wenn ich das so sehe, ich hätte super gerne rote Haare so, die orange werden. Und das sehe ich an so einem komischen Filter. Ich weiß noch nicht mal, wer das sein soll, aber... Ich hab Angst. Okay, Leute, wenn ihr dachtet, auf TikTok seien schon sehr verrückte Filter, es geht immer noch schlimmer. Und zwar auf meiner Lieblingsplattform, Instagram. Natürlich gibt es dort immer die verrücktesten und schlimmsten Filter überhaupt. Und da werde ich niemals enttäuscht, werde ich auch immer fündig. Und Leute, ich habe einen Haufen, was wir da ausprobieren können. Wirklich einen Haufen Filter. Und Leute, darauf freue ich mich schon irgendwie. Aber irgendwie auch nicht. Ah, was ist das denn? Alter, meine Augen bewegen sich. Das sind wirklich mal meine Augen. Oh mein Gott. Wessen Augen sind das? Das macht das Ganze irgendwie noch unheimlicher.
Was ist, wenn mich jemand darüber beobachtet? Oh mein Gott, das ist so schlimm. Alter, ich fühle mich so böse. Und das soll Maleficent sein? Alter, ich sehe so aus wie ihre Schwester, die sie irgendwo in einen Turm eingesperrt hat. Ich bin Snapes Schwester. Komm auf die dunkle Seite. Komm zu mir. Komm zu mir. Wurde ich mit Clownschminke geschminkt oder so? Was ist das? Okay, Leute, dieser Filter heißt Disney Eyes. Und jetzt stellt ihr euch wahrscheinlich die schönste Prinzessin vor, die man sein kann mit dem Filter. Das ist die Realität. Hi. Hast du eine Idee, wo mein Prinzessin ist? Weil er ist gerade irgendwie weggerannt. Ich meine, ich bin eine Disney-Prinzessin. Hallo? Mich muss man einfach lieben. Excuse me. Prinzessin, ja. Davon kriegst du Albträume, ja. Aber es ist keine Disney-Prinzessin, Alter. Ich weiß nicht, wie man sich eine Disney-Prinzessin vorstellt. Der rettet noch nicht mal das Glitzer etwas. Hi, ich bin Sonic und meine Zähne sind sogar blau. Hat der blaue Zähne? Ich glaube nicht. Alter, ich sehe so aus wie ein Alien. Ich hypnotisiere dich. Ich bin die Ente, die irgendwie nur hin und her schaukeln kann. Nach all der Hässlichkeit gibt es eine kleine Belohnung für euch, und zwar der hier. Schaut euch diesen Filter an! Wie schön ist der? Oh mein Gott, ich bin dieser Drache von Raya. Ich finde den so schön! Ich weiß noch nicht, wann du den benutzt. Ich habe auch keine Ahnung, wem du sowas schicken sollst, aber oh, ist der schön! Schaut euch mal diesen Turning Red Filter an, Leute. Schaut ihn euch einfach mal an. Eine schwebende Leiter. Was ist das? Oh mein Gott! Aber die sind schon krass süß. Also ich muss ehrlich sagen, im Film sind die schon mega süß. Aber ich weiß nicht so ganz, was ich beim Filter davon halten soll. Irgendwie macht es mir auch schon ein bisschen Angst. Hi, ich bin ein Minion! Ich bin Kevin! Oder wenn ihr kein Kaktus seid, ihr könnt doch einfach eine Waffel sein. Wenn das Leben dir Zitronen schenkt, sei eine Waffel oder so. Und wenn ihr auch noch nicht genug davon habt, Leute, ihr könnt auch einfach eine Banane sein. Lecker! Banane! Oh mein Gott, mein Traum ist wahr geworden. Es gibt auch noch einen Melonenfilter. Ich habe mich schon immer mal gefragt, wie ich als Melone aussehe. Eigentlich nicht, aber egal. Und für alle, die Ananas lieben, Leute, ich habe auch noch den perfekten Filter für euch. Und zwar der hier. Ich dachte, es geht nicht noch verrückter, aber das ist crazy, Mann. Ich kann nichts anderes bewegen, außer meine Augen. Was ist so lustig, Mann? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott. Was bin ich da unten? Mein Gesicht ist einfach mal überall. Überall ist mein Face. Da oben in der Flasche. Hallo. Blubbel. Wow, ich bin einfach mal der Wasserspender, der immer im DM steht oder so. Entschuldigung, aber was ist das? Oh mein Gott, ich hänge irgendwie an der Nudel. Die Nudel kommt sogar aus meiner Nase. Seht ihr das? Nein, einfach nur nein! Ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Ehrlich, darauf würde ich noch nicht mal im Traum kommen. Okay, das Ding sieht irgendwie verflucht aus. Alter, seht ihr die Augen? Alter, ich kann direkt damit in deine Seele gucken. Warum sieht das so bescheuert aus? Ess ich mein... Nein, nächster Filter bitte. Nächster Filter. Der sollte einfach...
verboten werden. Platz 1. Ich krieg schon Angst, wenn ich diese Zähne da sehe. Also ich kann mir so richtig in den Mund schauen. Ah, Hilfe! Ich bin ein Lolli! Hallo, ich bin die Maya. Ich rieche dich. Bis hierhin. Du stinkst. Ja, also ich glaube, wir hatten genügend verrückte Filter. Lasst mich gerne wissen, wie ihr diese Filter fandet. Was waren die Top 3 schlimmsten Filter? Ab damit in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich habe euch so sehr lieb. Bye!